Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Breakpoint. Wir spielen die Beta und da kam schon wieder ein Helikopter. Irgendwie jedes Mal, wenn ich die Anmoderation mache, kommt so ein blöder Helikopter oder Flugzeug. Auf jeden Fall irgendetwas, was nervt. Gut, wir wollen jetzt zur alten Flugabwehrruine. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Also da sind auf jeden Fall Kumpels, so wie es aussieht. Guten Tag. Da bin ich mal super gespannt, ob die auch wirklich verlassen ist oder ja, was da überhaupt ist. Also so wäre es zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn man schwimmt und dann von einem Helikopter halt überrascht wird. Das ist ja kein Problem, weil dann durchsuchen die die Flugabwehrruine auf Informationen zu Karl, können in Dokumente aus dem Kalten Krieg gefunden werden. Ich hätte so gerne eine Drohne. Ich habe keine Ahnung, wie ich an eine Drohne komme. Das ist das Problem. Kann ich hier rauf? Das ist natürlich auch super. So, dann schauen wir mal. Ob wir von hier. Also da ist einer. Einer. Da sind zwei, so. Ich dachte, da ist ein Scharfschütze. Da oben. Doch, da ist doch einer. Da. Sehen doch. Jetzt. So, gut. Die muss ich auf jeden Fall zuerst ausschalten und hoffentlich fällt es auch niemanden auf. So, auf der Seite sind noch ziemlich viele. Da, vielleicht, nee, da ist keiner drin. Da sind zwei. Sogar drei. Hinter dem Baum halt. Also dann gehe ich mal runter und beim anderen Bunker hoch. Den könnte ich ja sogar so ausschalten, ohne dass die anderen das merken. Ach, dieses Licht. Das müsste ich sogar jetzt schon machen.
damit ich hier raufklettern kann und die anderen ausschalten kann. So. Ich weiß halt nicht, ob das Scharfschützengewehr zu laut ist. Ich versuch's mal ganz leise. Oh, die schauen halt in die Richtung. Die schauen in meine Richtung. Okay, das haben die nicht gemerkt, das ist schon mal gut. Bitte nochmal Sniper hier. Wahrscheinlich hier im Gebäude sind noch ein paar. Also einer oder zwei. Ich gehe mal da hoch. Oh ne, sehen die mich nicht. Also bei so einem fetten Vollmond wäre es natürlich ein leichtes, mich zu sehen. Aber zum Glück tun sie es nicht. Ich will hoch da. Hallo, ich bin hier ganz normal Angestellter. So. Ah, ist das ärgerlich. Ich kann den von hier nicht erschießen. Da ist noch einer. Ah, den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich will natürlich zu. Sehr schön. So. Nochmal nachladen. Die zwei auf dem Dach müssen sehr schnell passieren. Kann ich irgendwo die Luft anhalten? Eigentlich müsste ich das können. Warte mal. Das will ich mal kurz nachschauen. Weil als Skills habe ich ja... nee, hier sind die Skills. Da habe ich ja als Scharfschütze... Kontrollierter Atem. Ah, Details ansehen. Nee, hä? Wieso ist jetzt stumm? Soldat. Das will ich gar nicht. Ach, sind die dämlich oder sind die behindert? Entschuldigung. ich will F. Das geht nicht. Okay, warte, wenn ich ein. Ja, das ist immer. Vielleicht, wenn ich mal. Okay, das geht. Aber jetzt steht da gar nicht mehr F. Okay. Gut.
Dann schaue ich mal bei Optionen, Steuerung, Einstellungen. Steuerung ist da nix. Gut, warte, ich probiere es einfach so. Also mal. Ist der G? Nee. Warte, B. X. Ah, Epsilon. Was habe ich jetzt gemacht? Wieso blinkt das jetzt? Warte, 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 warte. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wahrscheinlich habe ich den das da aktiviert. Um Technik zu aktivieren. Ah, okay. Längeres Kontrollen. Ah, okay. Da muss ich quasi immer die Fähigkeit aktivieren. Aber einen Unterschied sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Schüsse gehört. Natürlich jetzt. Oh. Ja, das ist nicht so geil. Okay. Ah, shoot. Das war jetzt nicht so nice, gell? Das war gar nicht so nice. Vor allem jetzt sitze ich halt ein bisschen. Versenkt hier. Keep tight, check your positions. Wow. Ja, das habe ich ziemlich dämlich gemacht. So, hallo. Da sind wir wieder. So, ja. Warte, von welcher Seite kommen wir jetzt? Von dieser. Vorher kamen wir von dieser. Okay. Hier ist einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da ist einer. 260 Meter. Da ist einer. Da ist einer. Sind auch irgendwelche. Ich
will erstmal den ausschalten. Da ist einer. Ich sehe dich. Hallo. Markierung. Ach, blöde Markierung. So, dann schalte ich mal dich aus. Vielleicht nicht, wenn du da stehst, weil dann könnte dich dieser Dude hier sehen. So. Meine Fähigkeit muss auch noch richtig lange aufgeladen werden. Krass. Interessant. Jetzt ist er zurückgegangen. Gut, der ist oben geblieben. Hey, siehst du mich? Fertigkeitsstufe. Ja, jetzt kann ich nur eine gewisse Anzahl von Leuten markieren? Ich hoffe nicht. So, der ist 273 Meter entfernt. Ja, lol. Gut. Dann lege ich mich mal hin und die Frage ist, wie weit muss ich nach oben zielen? Warte mal. Ich schau mal das in die andere Richtung. Jetzt natürlich, warte. Jetzt muss ich mal schauen. Also der ist so weit. Okay, dann müsste ich, also der ist ungefähr so bis zum Fluss entfernt. Oder dann versuche ich von hier. Ich will halt den Schuss jetzt nicht verkacken. Deswegen mache ich das. So, dann versuche ich mal. Diesen Pfosten da hier zu treffen. Die Atmung ist halt kacke. Okay, wo war das jetzt hin? Also ich glaube, der erste Strich war schon gar nicht verkehrt. Ja, wow. Ja, lad mal nach. Dann schauen wir nochmal. Nee, das ist zu weit drüber. Okay. Dann versuchen wir mal den halben Strich. Der halbe Strich ist es. Entschuldigung. Na dann. Hinlegen. Nee, halber Strich war es nicht. Hm.
aber die sehen mich ja eigentlich nicht. Sind auch noch welche. Was war das denn gerade? Ein Span habt ihr. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ja, dann sterbe ich halt. Ich hab hier gesteigert. Aber dann. Ah, wie halte ich den Atem an? Ja, Mann. Okay. Also, hier steht jetzt. Halte ich den Atem an? Das muss doch gehen. Weil ich habe doch Revolver, Reichweite. Ach so. Nee, ich kann gar nicht das. Also ich habe jetzt 3 Punkte. Ich kann die eiserne Lunge gar nicht machen. Ist das dann passiv wahrscheinlich? Aber passiv ist die eiserne Lunge scheiße. Gut, die wäre ganz gut jetzt, glaube ich. Ist das? Also Fortheilung. Vier Punkte. Hier ist einer. So. Duse da. Also wenn das die eiserne Lunge ist, will ich ja nicht wissen, wie die normale Lunge ist. Gut. Warte mal. Oh, schön. Ich übe mal bei denen davon. Ach komm. Ich übe mal bei denen da vorne. Wo auch immer die sein werden. Ah, da vorne sind auch welche. Irgendwo. Einer. 200 Meter, das ist gut. Aber da ist halt noch ein zweiter, ne? Das ist nicht gut.
Bei 200 Meter ist schon ganz, ganz gut zum Üben. Das ist ja auch nochmal. Das sind ja überall so kleine Vorposten. Ah, da sind sogar drei. Das ist dann nicht so optimal. Ich brauche einen, der alleine ist. Ist da jemand alleine? Nee, die sind auch zu mehreren. Da drüben. Kann ich nicht sehen. Ah, shoot. Ich markiere die jetzt mal. Clear yet. Stay sharp. Von da drüben kann ich's versuchen. Ah, ja. Ich kann's nicht versuchen, weil... Ja, weil das drei sind. Und drei auf dieser Entfernung. MP5. MP5 ist natürlich auch ziemlich super. Die hat halt nicht so viel Reichweite, aber das macht ja nichts. Das ist halt eine für wirklich extrem Nahkampf. Das ist auch super. So, gut, also. Ich werde es einfach nochmal probieren. Das Ding ist halt, ich kann es nicht wirklich sehen, wo die Kugel dann hinschießt. Also ich... So ist es gerade. So ist es gerade. Jetzt in 250 Meter entfernt. Okay, ich schau mal, ob ich den treffen will. Also so krass abfallen tut der gar nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass, ich ein bisschen höher zielen muss. Wie viel sind jetzt? 179. Ich gehe mal wieder auf 2,5, damit ich den wirklich erwische. Also einfach nur um es zu üben. Wie weit entfernt ist er jetzt? 2,2. Ja, komm. Zwei, sechs. Gut. Gut. Also ich muss es ziemlich gerade machen. Auch gut. Also beim bei Wildlands war es krasser. Also da auf 200 Meter zu treffen, musste man wirklich den ersten Strich dann, also einen Strich runtergehen.
Aber hier anscheinend nicht. Aber kann auch am Sniper liegen. Kann sehr gut am Sniper liegen. Hier wusste es gerade nicht genau, weil, naja, er hat halt nachgeladen, oder so. Ich. So, wo bist du? Wo ist der letzte Scharfschütze? Meter. Und der geht gerade weg. Ich warte mal, bis er wieder ein bisschen zu uns kommt. Und dann erschieße ich ihn. Ach, ja, nee, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotzdem, dass wir gestorben sind. Und,